Was? Musik? Mobile Musik? Ah, ja, die Lautsprecher, die habe ich mitgebracht. Wir zeigen euch welche. Bleibt dran. Hi, hier ist Gerd vom Curved und ich bin frisch vom Hurricane zurück und habe immer noch Musik im Ohr. Und damit ihr auch ein bisschen Musik davon mitnehmen könnt, habe ich mobile Lautsprecher mitgebracht. Also mobile Lautsprecher, die man mit einem Akku betreiben kann, also überall mit hinnehmen kann. Nicht nur in der Wohnung, sondern auch im Garten, auf der Terrasse oder ja auch am Strand. Wirklich schön sich voll schallen lassen kann. Denn eins können diese neuen Smartphones nicht und auch mein iPhone nicht, obwohl ich das ja sehr mag. Der Sound der Lautsprecher ist miserabel. Kleines Ding, Mono, reicht für diese lauten Schreigespräche mit irgendwelchen Leuten im Bus oder wenn du dich mit Siri unterhalten willst, aber für Musik, Pustekuchen. Darum habe ich diese Dinger mitgebracht, die alle per Bluetooth in irgendeiner Form, fast alle mit Bluetooth irgendwie sich bedienen lassen können und dass die Musik übertragen werden kann. Eins kennt ihr schon, das ist die Megaboom von Ultimate Ears. Die hatte ich mal getestet. Draußen in den Bergen, 800 Gramm Teil, kostet 299 Euro, wassergeschützt, kann eine halbe Stunde im Wasser liegen und danach trotzdem noch Musik spielen. Ist per Bluetooth verbindbar, kann als Freisprecheinrichtung dienen, hat hier unten eine Gummilasche, mit der ich dann irgendwie alles machen kann. Sehr schön, das Video dazu mit den ausführlichen Tests findet ihr hier unten in der Zeile. Guckt es euch nochmal an, hat mir sehr gut gefallen. Aber auch andere Hersteller haben spannende Produkte dabei und zum Beispiel Philips. Das Blöde ist an diesem Gerät erstmal vorweg, wenn man in den Laden geht und sagt, ich möchte einen Philips-Lautsprecher kaufen, dann musst du den Namen wissen. Ich habe mir da mal Sachen notiert. Ich lese es mal vor, weil ich kann es mir nicht merken. Das ist der BT6000B-12. Guten Tag, ich hätte gerne den BT6000B-12. Jungs, überlegt euch da mal was anderes. Was sie gut gemacht haben, ist das Design. Auch eine Cola-Flasche, bierdosenmäßig ideal, auch zum Mitnehmen. Kannst dann zwei Stellen hinstellen. Einmal hier unten ist eine Gummierung, kannst hier raufstellen. Es ist ganz cool, strahlt so in diese Richtung. Oder kannst auch so hinpacken. Zum Beispiel auch als Soundbar nutzen für einen Computer, wenn ich das mit Bluetooth verbunden habe. Dient auch als Freisprecheinrichtung. Ich habe hier oben diese Pairing-Taste. Kommt ein Anruf an, passt alles. Es dient als AUX-Zuspieler. Ich kann hier unten per Klinke noch ein weiteres Gerät anschließen, MP3-Player oder ein anderes Telefon oder ein anderes Gerät. Und man sieht auch den Micro-USB-Eingang, um das Teil aufzuladen. Hält roundabout 8 Stunden. Ist schon okay, kann man machen. Was ich sehr, sehr cool finde an diesem Gerät, ist dieser silberne verchromte Ring. Das ist nämlich der An- und Ausschalter und die Lautstärkeregelung. Das ist eine Haptik, die mir total gut gefällt. Das haben die meisten nicht mehr. Die meisten haben Knöpfe oder Touch oder was auch immer. Nein, nein, hier wird richtig robust damit gearbeitet. Finde ich super. Sound ist prima. Kann man wirklich gut hören. Man darf nur eins nicht vergessen. Irgendwann sind der Musik auch die physikalischen Grenzen gesetzt. Man darf es nicht verwechseln mit irgendwie, jetzt habe ich High-End in den Ohren, auch wenn die Hersteller das immer wieder sagen. Aber es ist völlig in Ordnung. Für die Küche reicht es, fürs Bad reicht es, für den Balkon reicht es, für die Terrasse wahrscheinlich auch, für den Strand. Da ist ja irgendwann mal auch der Schall nicht stark genug. Aber zum Mitnehmen, klasse, 99 Euro, hat mir gut gefallen. 99 Euro kostet auch das Teil hier. Das ist kein Trinkbecher. Das ist auch kein Walkie-Talkie, wie ich vielleicht irgendwie euch habe suggerieren wollen. Das ist ein Radio, ein schlichtes Radio mit einer Möglichkeit, auch ein AUX-Gerät einzuschließen. Das heißt, also ich kann hier auch noch ein MP3-Player, Smartphone oder sowas reindengeln. Ja, und ich habe hier die Möglichkeit, normales UKW-Radio oder DAB-Radio, DAB Plus sogar anzuhören. Hier ist die Antenne. Hier ist der An- und Ausschalter plus Lautstärkeregler. Und hier unten habe ich ein kleines Display. Ich stelle es mal an, damit ihr das sehen könnt, ohne den Sound zu laut zu machen. Ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt. Das spiegelt hier, glaube ich, ein bisschen. Aber ich habe hier die Möglichkeit, per Menü verschiedene Sender auszuwählen und bis zu 10 Sender zu speichern. Der Sound ist okay. Was ich ganz lustig finde, ist diese Hülle. Das ist jetzt eine, die ich jetzt hier raufgezogen habe. Die kann man abziehen und ich habe hier noch zwei weitere dabei. Die sind aus Gummi, damit hält das Teil dann auch wunderbar im Regen aus, kann draußen stehen. Ich werde nass, die Musik bleibt trocken, furztrocken und das ist trotzdem cool. Die Farbe nach Geschmack sozusagen, was auch noch cool ist. Gerade wenn ich unterwegs bin, nervt es mich manchmal längere Tage, jetzt wie auf dem Festival unterwegs bin, nervt es mich, wenn ich keine Stromversorgung habe und die nicht ausreicht, um diese Geräte wieder aufzuladen. Hier kann ich ganz normale Doppel-A-Batterien reinpacken. Die habe ich meistens liegen oder finde die in irgendeinem Supermarkt oder einer Tankstelle und kann dadurch die Laufzeit deutlich verlängern. So hältst du auch um die 5 Stunden oder was habe ich mir notiert? Ja, um die 5 Stunden. Das reicht normalerweise aus, um dein Radio zu hören. Die Radio geht sogar noch ein bisschen länger und das ist okay.
Sound, wie gesagt, so lala. Ich würde es mir nicht hinstellen, weil ich das Design mit dieses nach oben erweiterte nicht so richtig mag. Es wäre echt auch wie so ein von Fastfood-Restaurants, so ein Cola-Becher. Ist Geschmackssache, ist nett, ist lustig, kann man auch gut verschenken, kann man auch irgendwie fürs Kinderzimmer vielleicht nutzen, fürs Badezimmer. Ganz prima. Ja, wir hatten vor kurzem, hatte Felix hier eine Soundbar von Libraton, das ist die Diva gewesen. Er war so begeistert, dass sie kaum zurückschicken wollte. Wir haben sie zurückgeschickt und deshalb auch ein neues Gerät bekommen, und zwar die Zip. Ich frage mal, warum Zip? Zip ist der Zipper, das ist der Reißverschluss. Dadurch habe ich nämlich die Möglichkeit, diesen Tornister mit verschiedenen Oberflächen zu machen. Das heißt, es sind verschiedene neue Stoffmäntelchen draufzupacken, gibt es in dutzenden Farben. Und ist auch nötig, weil durch dieses Filzmaterial staubt das Ding ziemlich schnell voll und irgendwann möchte man das auch waschen. Und man braucht einen, weil unter diesem Anzug, unter diesem super Cape, ist es auch hässlich wie die Nacht. Das heißt also, ohne funktioniert es nicht. Das sieht schlimm aus. Da hätten sie sich irgendwas überlegen können, dass es auch ohne Teil ganz vernünftig funktioniert. Durch diese Optik oder durch dieses Filz ist es auch nicht wirklich wassergeschützt und auch nicht wirklich strandtauglich. Aber gut, das ist ein Teil, was man in der Wohnung wunderbar platzieren kann, was man auch mal auf den Esszimmertisch stellen kann, was man, wenn man eine überdachte Terrasse hat, auch wunderbar draußen nutzen kann. Ist klasse. Und jetzt kommen wir zu dem wirklich coolen Ding. Also das Material ist schon sehr schön gewählt. Das ist hier Hochglanz-Kunststoff mit einem Ledertragegriff. Sieht cool aus und ist sauschwer. Auch da muss ich es mal ausschreiben. Ich glaube 1,8 Kilo im Vergleich. Die Megaboom wiegt 800 Gramm, 1,8 Kilo. Nimmt man nicht ohne weiteres mit, aber kann man wunderbar platzieren. Technisch 1A. Hat 1000 Möglichkeiten, um mich mit anderen Musikquellen zu verbinden. Bluetooth 4.0, glaube ich. So, das heißt, stromsparende Bluetooth-Verbindung. Ich habe eine WLAN-Möglichkeit, dass ich mich über meinen WLAN-Router damit verbinden kann, also über AirPlay, über DLNA. Ich kann mich mit HTC Connect oder mit Spotify Connect direkt verbinden. Ich habe hinten noch die Möglichkeit, per USB einen digitalen Zuspieler zu nutzen. Ja, hier diese beiden Tasten geben mir noch die Möglichkeit, die Sache auch noch mal vernünftig einzustellen. Es gibt eine App dafür, dass ich dann die ganzen Konfigurationen noch am Telefon vornehmen kann. Spitzentechnik, Sound, wie gesagt, 299 Euro, da erwarte ich inzwischen schon was. Der ist in Ordnung. Ja, cool, kann man machen. Aber ernsthaft, da hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Vor allem, nachdem wir die Diva hier hatten, die wirklich einen fantastischen Klang hatte. Der kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Aber für 300 Euro gibt es Konkurrenzprodukte, die auch nicht viel schlechter, sondern teilweise sogar besser sind. Guckt euch Bose an, guckt euch was auch immer an. Da gibt es andere Sachen, die wirklich cool sind. Selbst die Megaboom für 299 hat mir vom Gesamtpaket, vom Sound her besser gefallen. Und da eben halt auch die Möglichkeit, zwei Geräte zusammenzuschließen, fand ich da cooler. Ich habe hier noch was mitgebracht, und zwar von BenQ. Die Tremoloi. Ihr seht das jetzt schon hier. Diese beiden Sachen sind zusammenklappbar und die sind auch sehr dünn. Das ist also nicht so ein Flügel, sondern das sind Lautsprecher mit einem ganz coolen System. Elektrostatische Membran sind das. Das heißt, der Sound geht in beide Richtungen. Dadurch bin ich auch sehr flexibel in der Platzierung. Wenn ich zum Beispiel hier einen Meter Abstand eine Wand habe, schalte von der einen Seite der Sound nach hinten, verteilt sich dadurch wunderbar im Raum. Gleichzeitig kommt der Sound von vorne. Schöne Raumverteilung, trotz dieser kleinen Größe, und was ich richtig cool finde, komplett Metall, Full Metal Jacket, sage ich mal, das ist der Terminator unter diesen mobilen Lautsprechern. Ich habe hier sehr viele massive Tasten, sehr groß, dass ich mit meinen dicken Fingern auch alles bedienen kann, laut, leise, ganz klar. Start, Stopp für Musik, ich kann damit als Freisprecheinrichtung auch nutzen, um damit Telefonate zu führen. Fetten Power-Button auf der Rückseite, Bluetooth. Ich habe hier noch die Möglichkeit, ein paar Sachen einzustecken, aber was richtig lustig ist, auch Musik wieder rauszulenken. Nicht als Kopfhörer, sondern um den digitalen Sound des Tremolo auf eine Stereoanlage zu packen. Dann dient das sozusagen wie so ein Apple TV oder ein Chromecast. Ich kann also vom Smartphone oder von irgendeinem Zuspieler die Musik hier rüber dann digital aufgepimpt dann auf meine Stereoanlage packen. Ganz spannend, relativ schwer. Ich glaube 1,2 hatten wir hier. Genau, 1,2 Kilogramm, 299 Euro. Kann man machen. Für unterwegs, Akku ist drin, hält auch eine ganze Weile. 8 Stunden habe ich mir, glaube ich, nur. 12 Stunden hält das Teil, ist super. Nicht bei voller Lautstärke, aber ist ganz prima. Aber irgendwie glaube ich, dass die Oberfläche doch bei Sand und so und bei Wasser nicht ganz so ideal für geeignet ist. Aber wenn ich zum Beispiel mal auf Reisen bin, ich habe ein Ferienhaus oder ich nicht, aber vielleicht gibt es ja welche, die das haben, die nimmst mit. Sehr schön. Auch im Garten, sicherlich ein toller Geselle.
Natürlich kannst du auch bei den ganzen Geräten, die kann man auch komplett natürlich mit dem Stromkabel bedienen. Sehr hübsch. Zu guter Letzt, ein kleines Schmuckkästchen oder ein Brillenetui, könnte man sagen. Eine Lederhaptik hier, es fühlt sich ganz cool an. Sieht aus, als ob ich jetzt hier, wenn ich es aufmache, gleich meinen Schminkspiegel sehe. Und was ist? Nein, ein Lautsprecher. Das ist von Geneva. Diese Firma kennt ihr vielleicht, falls ihr mal Wohnzeitschriften oder sowas sieht. Diese großen Boliden gibt es in verschiedenen Größen. Hochglanz, ein fetter Lautsprecher in der Mitte. Super Sound. Gibt es jetzt auch einen kleinen. Gibt es jetzt auch für 299 Euro. Das scheint hier dieser Sammelbegriff an Preisen zu sein. Es ist eigentlich ein Radiowecker, ein mobiler Radiowecker. Was ich ganz schön finde, vielleicht sieht man das schon, ja genau, es ist an, kann man vielleicht nur ganz schwach sehen, zeigen wir aber gleich nochmal in der Nahaufnahme, das ist hier ein kleines Display, in Rot leuchtet, zeigt die Funktion an, zeigt an, meinetwegen die Uhrzeit, aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel auf Start gehe, dauert das ein bisschen, habe ich hier oben ein Touch-Bedienfeld, oh, jetzt muss ich Musik hier leise machen, wir dürfen nichts spielen hier, dann mal schnell wieder aus, ich habe hier oben einen Touch-Bedienfeld beleuchtet, das heißt, dass ich auch im Dunkeln, wenn es auf meinem Nachttisch steht, auch Musik hören kann. Und auf der Rückseite habe ich hier noch die Möglichkeit, ein AUX-Gerät reinzupacken oder das aufzuladen. Hier hinten sind noch Batterien drin, dass ich dann auch dann Batterien wechseln kann. Und es ist Bluetooth, das heißt, ich kann auch mein Smartphone kabellos damit verbinden. Sound? Okay, hier ist Design alles. Es ist sehr praktisch. Sound ist so laut, ist ein kleiner Brüllquader eher. Das ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Wer keinen Bock auf besser hat, sondern lieber die Höhentöne bevorzugt, wird damit sehr zufrieden sein. Wer jetzt Bock hat, irgendwie einen wetten Sound zu haben und eine Party zu gestalten im Schlafzimmer, sollte sich vielleicht was anderes suchen. Aber es ist hübsch. Gibt es in verschiedenen Farben. Wie gesagt, 299 Euro. Hält dann allerdings nur 5 Stunden ohne Stromversorgung. Aber der Radiowecker ohne Musik hält wahrscheinlich dann trotzdem die ganze Nacht. Ja, das sind diese Geräte, die ich mitgebracht habe, mit denen man hier Musik hören kann. Mein Favorit, es ist nach wie vor, ich mag es kaum sagen, die Megaboom. Und zwar aus einem ganz bestimmten Grund. Ich kann da verschiedene Boxen miteinander verbinden und ich kann sie mit einer App auch irgendwie aufwecken und zum Einschlafen bringen. Das gefällt mir nach wie vor am besten. Und es gibt jetzt sogar von Ultimate Ears noch so ein kleines Teil, das wir demnächst mal vorstellen werden, dass man in einem Badezimmer auch noch an den Duschhaken hängen kann. Das Paket von denen ist im Moment am stimmigsten, aber auch andere Hersteller haben spannende Konzepte. Je nachdem, wie eure Wohnung aussieht, je nachdem, was ihr so haben wollt, gibt es viel. Wir zeigen auch immer wieder Neues dazu. Hier bei diesen Sachen ist auf jeden Fall was dabei, was ihr jetzt im Sommer mit rausnehmen könnt, was ihr auch im Regen, bei unserem Sommer braucht ihr das, auch mal draußen lassen könnt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Falls ja, abonniert unseren YouTube-Kanal und teilt das Video mit euren Freunden und gebt mir einen Kommentar. Wir sehen uns hier bald wieder. Mein Name ist Gerd, das war Kör. Bis bald. Ihr wollt mehr Musik? Wir hatten die Megaboom von Ultimate Ears im Schnee und natürlich auch die Libraton Diva im Test.